Ja, wo wir als nächstes hinwollen, ne? Das habe ich abgeschlossen. Lager der Überlebenden, Fallenstellenverbesserer, Händler, Fallenstellen. Ja, aber Fallenstellen, Geschenkaltar. Da gibt's was zu finden. Ja, ist okay. Ist okay. Setze das fokussierte Hören an, um auf Gegner in der Nähe. Um auch Gegner in der Nähe zu lauschen und ihre Position auf dem Schlachtfeld zu bestimmen. Ja, kennen wir schon. Wechsel im Kampf gegen einen starken Gegner zu einer Kampfhaltung, die seine. Was? Hey, Dark Knight, was geht? Wie geht's? Wie steht's? Mir geht's soweit gut. Fürst Zakka ist ein Mann, mein Herr. Er schwingt sein Schwert und fuchtelt damit am Strand von Zuzu herum. Ein Überlebender? Oder ein Bandit. Ich weiß nicht, aber ich glaube, er weinte. Wollen wir uns den mal angucken? Den schwertschwingenden Mann. Oh, 100 Vorräte. Not bad, not bad. Wie geht's selbst? Das vermisst ihr am meisten. Das war meine Auszeit. Dort fand ich Ruhe. Gibt es kein schönes Spieler auch. Ja, das Spiel ist cool. Mein Herr. Nur die Leute wollen so viel für eine PlayStation 5 haben. Ich hörte, in der Präfektur Asamo sammelt sich eine kleine Widerstandsgruppe. Auch andere wehren sich gegen die Mongolen. Tapfer. Ich habe mir das Spiel bei Amazon für 30 Euro geholt. Aber ich habe so das Gefühl, dadurch, dass meine PlayStation gerade voll der Jet wird bei dem Game, wird's interesting. So, warte mal. Eure Klingen verbessern, mein Herr. Was ist denn das Tainto? Verzeiht. Ihr habt keine nicht Ahnung. Das, was wir für die Arbeit benötigen. Nur durch PS Plus Premium. Yeah, Dark Knight, was geht? Ihr habt meinen Dank. Ich dachte, er konnte mir. Dachte, er konnte mir was verbessern. Warum? Sauberes Wasser. Nur ein Schluck. Hallo, Oma. Fürst Sakai. Kommt schnell! Was will die jetzt? Was will die Alte denn jetzt schon Fürstin wieder? Fürstin Masako. Masako! Habt ihr Neuigkeiten über die Mörder eurer Familie? Auf der Liste, die wir fanden, stand Sadao ganz weit oben. Er ist das Oberhaupt des Kuta-Gehöfts. Kuta-Gehöfts, okay. Kutas Leute, die. Ich glaube, ich bin noch relativ Warum frisch. Warum wendete er sich gegen euch? Er ist ein undankbarer Verräter. Keine Ahnung, wie viel Akte das hat. Ich hab mir das Spiel nicht spoilern lassen. Sadao zum Oberhaupt. Und er revanchierte sich mit Blutvergießen. Wie ich erfuhr, also ich floh er aus Kuta. Der Juna ein bisschen geholfen. Dem geholfen. Er wohl, und ich habe. Sadao ich glaube, meinem Onkel einmal gesehen. Aber sein Bruder, Hachi, ist ein Narr. Er kam gerade beim Tempel vorbei. Die sieht aus wie eine Gewitterhexe. Zu bringen. Zeit für eine ungeplante Lieferung an seinen Bruder. Und wir sind da, um ihn zu schnappen. Ich habe mir so viele PlayStation-Spiele geholt, ich weiß gar nicht, was ich spielen soll. Ich habe erst seit, keine Ahnung, wann habe ich mir eine PlayStation geholt, Justin? Beziehungsweise, wann habe ich die vom Dominik bekommen? Vom Arbeitskollegen, der hat mir seine PlayStation von 60er gegeben, das war... Nach dem Vorfall im Gasthaus. Das sind keine 30 ich euch nicht FPS. Mehr im Tempel erwartet. Ich wollte Sadaos Bruder suchen und um die Toten des Adachi-Clans trauern. Habt ihr eure Familie angemessen bestattet? Nicht, solange die Mörder frei sind. Nach dem Tod meines Vaters verabschiedete ich mich in derselben Nacht. Das hat den Schmerz gelindert. Ich habe sie begraben. Das muss Alter, ist sie laut. Vorerst. Wann habt ihr zuletzt geschlafen oder gegessen? Gestern hatte ich etwas Reis und Fisch. Selbst junge Krieger brauchen volle Mägen und ausgeruhte Schwertarme. Nennt ihr mich etwa alt, Fürst Sakai? Das würde ich nicht wagen. Meinem Schwertarm geht es gut. Nennt ihr mich etwa alt? Ich nenne dich nicht alt, ich nenne dich eine alte Schabracke. Ich spiele es auch gleich weiter. Ja. Finde ich cool. So, wollen wir der Alten mal folgen? Hachi längst einholen müssen. Welchen Weg hat er wohl genommen? Beide Straßen wurden benutzt. Sehen wir uns um. Er kann nicht weit sein. Suche nach Hachi. Gesundheit.
Sieht für mich aus, als wäre da irgendwas. Bin ich mit der Alten hier unterwegs? Die denkt nur noch schon wieder falsch. Masako, seht. Der Mann mit dem Wagen. Das ist Hachi, Sadaos Bruder. Bin aber halt noch nicht so gut, weil ich habe eben erst den Kurzbogen bekommen. Bin auch noch nicht so gut, aber ich bin auf... Bin aber auf der anderen Seite halt auch... Ich habe jetzt Horizon Zero Dawn fertig. Let's play it. Und mache neben Ghost of Tsushima im Stream, mache ich noch das Let's Play zu Forbidden West. Dementsprechend bin ich mit Bogen so... Binzen. Bin ich ein bisschen gewohnt. Tauche, auf die Schnauze. Bing, 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 bing. So. Ich darf nicht zu nah ran, sonst schöpft der alte Verdacht. Er hat Gesellschaft. Sie dürfen uns nicht sehen. Was ist da in deinem Fach? Nahrung? Wasser? Andere Sachen. Zeig her. Aber natürlich. Uns wurde Sachen versprochen. Hast du ihn? Noch nicht. Aber ich habe etwas für euren Gast. Ein Treffen. Wir geben es weiter. Er übergab eine Nachricht. Ich bin dann zur üblichen Zeit wieder hier. Wir warten auf dich. Vergesst den Wagen. Folgt diesen Pferden. Die Frage ist, dürfen die uns sehen? Kann ich aber abschießen? Ja, ein Pfeil ins Knie. Der Mann ist ein Idiot. Er ist der Bruder des Oberhaupts. Trotzdem ein Idiot. Aber er hat guten Sake. Nicht heute. Heute hatte er nur eine Nachricht. Diese Nachricht ist wichtiger als dein Leben. Wenn wir sie nicht überbringen, tötet das Oberhaupt uns. Sadao ist ein Familienmensch. Aus einer schlechten Familie. Seine Vettern sind Banditen. Weißt du noch die Unruhen, die ausbrachen, als der Kuta-Hof keinen Reis mehr hatte? Ja. Wer hat wohl die Banditen angeheuert, die die Protestierenden umlegten? Oberhaupt Sadao! Feigling. Ich wusste es. Also, wenn du das nächste Mal ans Oberhaupt denkst, denk ans Kuta-Wasser. Aha. Die haben also die Familie der Alten geschlafen. Geschlachtet. Dankeschön. Ich will jetzt nicht zu nah. Nein. Wo ist die Alte denn? Hallo, kleine Oma, fall mir nicht ins Koma. Dann fahren wir nach Rom. Ein Holzfällerhaus. Von Banditen bewacht. Sadaos Vetter. Er versteckt sich wohl dort. Das wissen wir nicht. Aber wir finden es bald heraus. Lass mich raten, du rennst doch da. Ja, es war so klar. Fuck. Hab ich eiskalt die Omi angemacht. Weiß ich mit was, warum ich da nicht fokussieren kann. Ja.
Wo sind die? Ich hab doch keine Pfeile! Weißt du nicht, was da jetzt... Aua, Rattengesicht, du Elendes. Deckung! So, nimm mal Pfeile mit. Ich habe echt gedacht, als ich hier Omi angesteckt habe, dachte ich jetzt, sie wäre... Keine Fragen. Da ist jemand im Haus. Den bringe ich zum Reden. Lasst mich zuerst. Klopf, klopf! Eine Nachricht von Sadao. Hachi gab sie den Wachen. Da steht nichts über sein Versteck. Hina, meine Beteiligung am Adachi-Massaker ist bekannt geworden. Ich bin überzeugt, dass du nicht dafür verantwortlich bist. Du bist hier über die Gefahr im Klaren. Nicht nur für mein Leben, sondern auch für deins. Bleib versteckt und ruhig, bis ich nach dir schicke. Vertraue meinen Vettern, ihre Treue zu mir und ihren Fähigkeiten mit der Klinge. Wenn du jemanden triffst, der dieses Emblem trägt, nimm dir das Leben. Was? Was? Oh, Mädchen, entspann dich mal. Ich werde euch nichts tun. Mein Name ist Sakai. Wer seid ihr? Hina, Sadaos Weib. Mein Mann ist unschuldig. Die Mongolen töteten eure Familie. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ihr lügt. Sie hilft uns. Und sie kann nicht hierbleiben. Ich bringe sie zu meinem Anwesen. Sie wird mich umbringen. Es wird euch nichts geschehen. Die kann doch auch nichts dafür. Das Oberhaupt. Wir haben zwei Punkte. Ich weiß echt nicht, was. Talisman der Entschlossenheit. Ja, ist okay. Brava, Sora. So. Lol. Der Ehemann, Masako, Geschichte. Die Frage ist, kann ich auch schnell reisen? Natürlich nicht. Das ist doch wunderbar. Ist die Saku noch da? Die Sakumaku? In diese Richtung. Keinen Ersatz für einen schönen Bogen. Denn mit diesem Bogen habe ich gelogen. Yay. Also bei dem Spiel, wie alle Spiele, die mir gefallen, die ich gerne spielen würde, ist aber... die aber nicht... durchpetzen will, weil ich schon zwei, dreimal gespielt habe. Werde ich einfach mal so willkürlich einfach mal das machen, was mir gerade gefällt. Auch wenn ich Nebenquests mache wie sonst was. Also dementsprechend wundert euch nicht, wenn ich jetzt einfach mal Sachen mache. Die jetzt nicht straight der Geschichte folgen. Diesbezüglich bitte ich um Vergebung, wenn Leute wollen. Wo geht's lang? Mach doch nur die Hauptstory. Habe ich ja schon öfters gesagt, also dementsprechend ist es nichts Neues. Jetzt wollen wir mal die alte Oma besuchen und gucken, dass sie die alte auch in Ruhe lässt.
Da war ein Bär. So. Wir brauchen halt Raubtierfelle. Von daher nehme ich mir mal die Freiheit raus. Wo ist die Alte? Fürst Sakai. Ja, Masako. Fürstin Masako. Hat die Frau des Verräters sein Versteck enthüllt? Jedes Mal, wenn ich sie frage, weint sie und schaut weg. Wundert euch das? Nein, nicht wirklich. Vielleicht braucht es einen jungen Samurai. Sie ist drin. Wartet hier. Ich weiß nicht, was der mit ihr macht. Auf was spielst du? PlayStation 4 oder hast du schon eine 5? Fürstin Masako hat vor, mich zu töten. Ich sehe es in ihren Augen. Das werde ich nicht zulassen. Doch ich brauche eure Hilfe. Ich habe euch doch schon alles erzählt. Hachi überbringt Nachrichten für euren Gemahl. Also haben die beiden Kontakt. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis Masako sie findet. Nein, ihr müsst ihn retten. Das kann ich aber nur, wenn ich ihn vor ihr erreiche. Ihr kennt euren Gemahl. Wo kann er sein? Gebt mir Zeit. Das ist wichtig, Hina. Euer Mann tötete Unschuldige. Ich komme wieder. Lol. Sie braucht Zeit zum Überlegen, wo er sein könnte. Was war euer Angebot? Lasst uns spazieren. Ich weiß, wo sie uns nicht hören kann. Ich sagte ihr, dass ich versuchen werde, ihn zu retten. Ihr wisst, dass ich ihn töten werde. Ich musste ihr Vertrauen gewinnen. Also habt ihr gelogen. Ich habe gesagt, ich werde es versuchen. Und das werde ich. Was sagt ihr, Hina, wenn ihr versagt, Jin? Dass ihr ihm nicht vergeben konntet. Und dass ich nicht zwischen euch und der Gerechtigkeit stehe. Wohin ich hier auch sehe. Ich sehe nur, wie meine Familie damals starb. Nach dem Tod meines Vaters ging ich lange nicht nach Hause. Ein leeres Haus zerfällt recht schnell. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Hier wurde meine Familie ermordet. Kinder mit Spielzeug in ihren Händen. Die Goldschärpe meiner Schwester um ihren verstümmelten Körper gewickelt. Ich kann niemanden beschützen. Ich kann sie nur rächen. Hier sollte Musik sein. Was? Ich habe hier mit meinen Enkeln musiziert, um den Wechsel der Jahreszeiten zu feiern. Ich kann verstehen, wie die Alte sauer ist. Ich werde sie nie wieder spielen hören. Ich kann's verstehen. Ist schick. Ist schon schick. Danke. Ups. Entschuldigung. Lass mich in Ruhe! Hina, schnell zum Haus! Lass mich raten, da passiert jetzt was, weil sie reden wollte. Nein. Hina. Sie suchen ihren Mörder. Los! Ich sehe mich mal um. Es muss doch eine Spur geben. Ich sehe es. Hier lang. Diese Lümmel.
Ich habe den Arsch aber auch nicht kommen sehen. Ach, bloß erst mit den Pferden los. Nee, kann ja eigentlich nicht sein. Der muss hier lang sein. Ja, da sehe ich die Spuren. Hier lang. Ich finde es gut, dass man die Spuren sieht, aber auf der anderen Seite auch, dass sie nicht so emporleuchten. Sollte jemand Hina töten? Damit wir Sadao nicht finden. Das hat man komischerweise bei ziemlich vielen Spielen. Der Weg vom Holzfäller hierher war lang. Viele haben sie mit mir gesehen. Dafür habt ihr gesorgt. Ihr habt sie als Köder benutzt. Ich hatte gehofft, ihr Ehemann weist an. Und jetzt ist eine unschuldige Frau tot. Das waren die Verräter, nicht wir. Aber ihr habt sie zum Ziel gemacht. Kann doch die Hina nichts dafür, wenn ihr Ehemann ein Arschloch ist. Nur diese Spuren hier. Wer auch immer es war, er war allein. Hina ist tot. Wir brauchen den Mörder lebendig. Ach, Masako, alte Omi. Kann deinen Wut und deinen Frust verstehen, aber das war dumm. Hilfe! Sie haben unseren Mann. Er darf nicht sterben. Ich blute. So will ich nicht sterben. Arzt, doch da! Ich blute. Ja, du willst jetzt schon nicht verbluten. Nein, nicht ihr. Klar, wer denn sonst? Hachi, Sadaos Bruder. Warum habt ihr Hina getötet? Ich wollte sie befreien. Sie wollte nicht gehen. Wollte Sadao retten. Sie rief nach euch. Ich wollte nicht. Wo ist euer Bruder? Ich habe versagt. Ich werde ihn nicht verraten. Och. Ihr dürft nicht sterben. Sagt mir, wo er ist. Er ist tot. Nein. Hina ist umsonst gestorben. Ermordet von Verrätern wie meine Familie. Die Jagd muss weitergehen. Er hat Nachrichten für seinen Bruder überbracht. Vielleicht hat er eine. Was habt ihr gefunden? Ich hab doch gerade mal reingeguckt. Eine Karte, die Hachi gehört, dem Bruder von Sadao überhaupt. Aber ihr sind Lieferroutenverzeichnis, die Hachi nutzt. Okay. Eine Karte mit Lieferrouten. Er brachte Überlebenden in Lagern Essen. Vielleicht versteckt sich Sadao in einem davon. Geht zum nächsten Lager und sprecht mit dem leitenden Mönch. Vielleicht weiß er etwas über die Karte. Was ist mit euch? Ich beerdige Hina. Das schulde ich ihr. Wir treffen uns anschließend beim Lager. Also farbenfroh ist das Spiel auf jeden Fall. Machen wir erstmal Masakos Geschichte weiter. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Ich will aber auch gleich mal Pipi machen. Wie lange sind wir denn jetzt für die YouTube-Aufnahme drin? Maximale Entschlossenheit erhöht. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Und die Gesundheit. Das ist okay. Rauchbombe. Haftbombe. Und was ist das? Windglocke. Hältst du, um eine Windglocke zu werfen? Ist vielleicht gar nicht schlecht. Auf einem Päckchen Schwarzpulver. Es bleibt kleben, wo ich es hinwerfe. Kein Entkommen vor der Explosion. Also okay. Ist okay, ich nehme. Warte mal, ich benutze auch sowieso die Wasserkampfhaltung ziemlich häufig. Wunderbar. Talisman der zweifachen Zerstörung. Schnellfeuer. Okay.
Ups. Ups. Entschuldige, Sora. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ja. Wir sind auf der Jagd nach Oberpzau. Ich würde dich gegen nichts tauschen. Ja. Deswegen warst du Vollidiot. Deswegen habe ich Vollidiot Sora erstmal einen Kunai ins Gesicht geworfen. Aber ich bleib bei meinem Schimmel. Der ist super. Ist hier irgendwo eine Brücke? Ja, komm, das. Wer hat mich gesehen? In dem gelben Wald ist es so richtig farbenfroh. Dann wieder so ein paar Mongolen. Ich werde die garantiert niemanden herausfordern. Das ist mir einfach viel zu blöd. Nenne. Antoyo. Honcho. Heilung. Umleitung. Karton. Karton. Ja, ich kann Chinesisch. Oder Japanisch, keine Ahnung. Ah, da ist noch so ein kleiner Schniedelwutz. Komm, kleiner Lümmel, wo bist du? Ich steck dir auch nen Reiskornenschuh. Wenn der Reiskorn dich dann stört. Was ist denn dieser Lümmel? Guck nett. War's das? Auch noch Pfeile. Aber das ist, glaube ich, nur ein Bauernversteck. Yay! Da liegt noch irgendwas. Das sieht doch schon so aus nach... Schwarzpulverbombe ist voll. Also okay. Ich glaube, das war fertig. Kunai ist auch voll. Das ist okay. Wie, das war's? Hm. Na gut. Na gut. Dann wollen wir mal. So. Ich würde sagen, wir machen den Part für YouTube heute mal ein bisschen kürzer. Kann ich nämlich mal kurz auf Toilette gehen? Mach's gut, YouTube.